Freunde, das klingt so, als sollte ich vorher auf Record drücken. The Toxic World of Genshin Impact. Fast eine halbe Stunde. Wir machen den Twitch-Chat mit an. Biggest problem with this game comes down to purpose. And that is, there is no purpose to Genshin Impact. That got a credit card deal of 20,000. I've gone so far as get an email about someone pretending that they have cancer. Someone said, my child has cancer. Their only wish is to get gone, you. Imagine, Alter, du bist so down. So today we'll be looking at the insane world of Genshin Impact and the craziness of its community. The dangers of Genshin in real life. So on March 8th, 2021, Genshin Impact teamed up with KFC in China for the game's first ever collaboration. Players overcrowding the KFC stores and a threat to public safety, police needed to get involved and shut down KFC establishments. Many Krass. Camped outside of KFC stores just to be in the front of the line. Aber to be fair, ja, das KFC-Ding war halt wirklich krass. Ich war ja damals noch mit meiner chinesischen Ex-Partnerin zusammen. Und ich habe ja auch gefragt, ob sie Freunde in China vielleicht dahin schicken kann, damit die mir dort so einen Code bekommen können. Vielleicht habe ich das gemacht. Und am Ende des Tages hieß es dann, ja, nee, das Event gilt nur für Accounts aus China und auch nur die können die Codes einlösen und du nicht. In the end, getting the police involved was the right choice because the stores were so crowded, people started to commit crimes like stealing character display stands from the store. People that were successful in the Noel cutout. Okay, vielleicht der Teil. I started selling them online. 200 people had to evacuate a Genshin Impact event in Seoul, Korea, after someone tweeted that they would set off a homemade explosive there. The actions of these Genshin Impact players don't reflect the entire community as a whole, but this is what happens occasionally when a lot of players gather together in real life. Naja gut, okay, also da muss man halt sagen, das hat überhaupt nichts mit Genshin zu tun. So, da war halt einfach ein Idiot so. Das hat einfach ein Idiot, der sich gedacht hat, ich fuck das ab. So, der muss ja nicht mal was, der kann ja auch ein Genshin-Hater gewesen sein. Das hat ja nichts mit der Community zu tun. Also, das ist ein unfaires Statement, würde ich sagen. Für mich jetzt kein Punkt, warum die toxic sind. Das davor war fair point. Also, die sind auch nicht unbedingt toxic, aber ich meine, so Diebstahl und so ist halt schon echt Arsch. Hater sind auch Teil der Community. Würdest du sagen, dass ein Hater ein Teil der Community ist? Das ist ja eher eine Anti-Community. Also, nee, sehe ich nicht so. Hätten die auch bei, genau, also, wenn der ein WoW-Hater gewesen wäre, hätte der es auch auf der BlizzCon gemacht oder so. Weißt du, was ich meine? Also, das sehe ich halt nicht so. Das hat für mich jetzt nichts mit Genshin zu tun. Das war halt einfach ein Idiot. Und Idiots gibt's überall. Events, we couldn't find any reports of people ending up with lasting consequences. Players in countries outside of China felt left out, so Hoyoverse yep. came up with a plan. Players from the global region finally had the chance to get the Wings of Feasting item from the KFC China collab. By teaming up with Genshin Impact Twitch streamers from around the world, Hoyoverse gave out the Wings of Feasting through their new web event. Mit mir haben sie übrigens nicht geteamt ab dafür, ja? Ich war nicht Teil davon. I still remember dabei. Their plan was to get the player base to support Twitch streamers. Players who bought paid subscriptions to selected Twitch streamers could get the Wings of Feasting, while streamers could get more subs. A win-win. But once again, it was too good to be true. While almost everyone loves eating KFC, not everyone loves Twitch streamers. A lot of players were upset that they had to spend money to subscribe to streamers that they'll never watch. But the real problem was what the streamer... Ja gut, aber komm schon. Also ob du jetzt 10 Euro für Twitch-Subs ausgeben musst, für Leute, die du nicht magst, oder ob du dir für 20 Euro so ein scheiß KFC-Bucket kaufen musst, hat für mich jetzt aber auch nichts mit einer Toxic Genshin-Community zu tun. Das hätte es überall anders auch gegeben. Das ist halt jetzt auch wieder kein Punkt für eine toxic community. Twitch streamer Tectone exposed the contract offered by Hoyoverse. It's a 2-week exclusivity contract, which means you can only stream Genshin Impact for 2 weeks, no other games. And here's the thing for okay, wo ist das Problem? Payment, zero, $0. On top of okay, das ist ein Problem. Das ist echt nicht so cool. Ja, okay, dabei dann ist nicht so schlimm. Also ich hätte zum Beispiel keine Möglichkeit gehabt, zu KFC zu gehen, weil wir keinen haben. Eben, das kommt dann noch dazu. So, Twitch kannst du halt überall machen. Twitch streamers were not allowed to accept other sponsorships or talk negatively about Genshin Impact. Und über KFC oder durch zwei Subs bei einem Streamer, da waren mir die Subs lieber zu geben, weil ich keinen KFC habe in der Nähe. Also es gibt einmal diese Situation, ne? Keigo hat das ja auch gesagt, dann gibt es noch die Situation, dass Leute vielleicht keinen KFC mögen, dann gibt es Leute, die wollen sich vielleicht lieber gesund und vegan ernähren. Da gibt es Leute, die haben einfach
gar keinen Bock, so viel Geld auch bei KFC auszugeben und ein Twitch-Sub ist halt einfach günstiger. Da gibt es so viele Gründe. Gibt Leute, die wollen sich nicht bewegen. Ich habe einen KFC 3 Haltestellen entfernt. Ein Twitch-Sub zu giften war aber einfacher. Da musste ich mich gar nicht bewegen. Nicht mal eine Haltestelle, nicht mal eine halbe. Ich musste nicht mal zur Haltestelle hin. Konnte ich von hier machen. Konnte ich auf dem Klo machen. Übers Handy, Twitch-App. Aber es ist halt wie bei allem, es gibt immer Leute, die sich drüber aufregen. Was ich halt noch nicht verstehe, ist, wo jetzt die Genshin-Community toxic ist. Weil es gibt überall immer jemanden, der sich über irgendwas aufregt. Du kannst es nie allen recht machen und das ist einfach normal. Bis jetzt sehe ich nur, dass der Contract für die Streamer halt nicht so geil war. Also er war halt echt Arsch, sagen wir so, wie es ist. Der war Arsch, ja. Aber was hat es jetzt mit der Genshin-Community zu tun? Ich bin gespannt, aber bis jetzt sehe ich nichts. Also nicht... Bis jetzt haben sie halt ein paar Pappaufsteller geklaut, so. Ja, ist scheiße, aber ist man deswegen toxic? Nö. Flooded Twitter to attack any content creators who accepted the contract, threatening to unsubscribe from them. In the end, the Twitch event divided the community instead of bringing them together. Hoyoverse never responded to the backlash from this event, while streamers... Ich ehrlich nicht mitbekommen, habe ich auch bei keinem Streamer mitbekommen, der da teilgenommen hat und der Teil meiner Umgebung war. Toxic World of Genshin Impact, nicht die Toxic Community. Ah, okay. Ja gut, dann habe ich das unter einer falschen Permisse gesehen. Ja gut, okay. Suffered the wrath of angry Genshin Impact players. Sadly, this isn't the only time that innocent creators had to pay the price for Hoyoverse's actions. Also wie immer ist Deutschland nicht Teil der Welt, verstehe. Nein, Spaß. Das ist schon irgendwie komisch. Consequences of being a voice actor. So far, Hoyoverse's ambition... Okay, ja, da gab's Zwischenfälle mit den Voice Actors, die waren echt shit. Go to cookunity.com/visualventure50 or click my link in the description below and use my code visualventure50 to get 50% off. Your first order. Jetzt werden wir schon drauf reacten, darf auch natürlich seine Werbung gerne drin sein. Ich glaube zwar, das ist für den deutschen Markt irrelevant, weil das wahrscheinlich nur dort lokal ist oder so. Oder regional zumindest. Lassen wir trotzdem mal drin. The subscription is super flexible. You can pause, skip weeks or cancel. Link vom Video kommt natürlich nachher auch noch. Thank you to CookUnity for sponsoring this video. This is Anjali. Anjali got into voice acting in their teens and eventually landed the opportunity to voice Dory, a character for Genshin Impact's Sumeru expansion. What's supposed to be a new character's exciting announcement ended up to be a mob of upset players over the casting of Dory. The new map drew strong inspiration from South Asian and Middle Eastern cultures, leading some players to accuse Hoyoverse of engaging in cultural appropriation. Oh ja, da sind irgendwelche Leftists ausgerastet. I mean, come on, jetzt mal for real. Du machst ein Spiel und base das obviously auf reeller Kultur. Obviously gibt's da Bezüge dazu. Und was ist das fucking Problem damit? Das war halt wieder eine kleine, sehr laute Gruppe, die halt das Maul aufgemacht haben, rumgeheult haben. Aber warum ist das nur bei der Region passiert? Warum gab es das vorher nicht bei Mondstadt, als wir Deutschen dort ja dann uns angeeignet wurden? Warum ist das nicht bei Liyue passiert, als es bei den Chinesen war, weil das ja nun in China passiert ist? Warum war das bei Inazuma nicht so, als es um Japan ging? Warum ist das nur dort ein Thema? Warum ist das vorher nicht passiert? Das macht doch keinen Sinn, Mann. Messages by blocking them, but as the hate grew, they had to turn off so fucking dumb. Anjali's story is just one of the many incidents where the Genshin Impact community directed their hate towards the voice actors. Selber Türke, hab nichts gegen Sumeru, verstehe das nicht, ich verstehe es halt auch nicht. Ich habe auch nichts gegen Mondstadt, so. Ich das nicht, das ist so dumm. Den Amis nur die Haut haben, das sind Nähe. Weil einfach diese Left-Wing, und ich meine damit gar nicht alle, ja, versteht das nicht falsch, ich bin ja auch eher linksorientiert. Na? Aber die ist einfach fucking übertreiben, es ist einfach, ich als jemand, der eher linksorientiert ist, möchte immer mehr und mehr das nicht mehr sagen und einfach die Fresse darüber halten, weil ich nicht mit solchen Leuten assoziiert werden will. Ich finde das so unangenehm. Sollen sie einfach auf eine Insel gehen, dort können sie sich alle Daydam nennen und mich in Ruhe lassen, Mann. Genshin Impact Livestream. The poor treatment Genshin Impact voice actors get from the community isn't exclusive to the English dub. Wir hatten unseren betrunkenen Benji, damit hatten sie uns. Also jetzt mal for real, ja. Jetzt mal for real. Wenn sich einer darüber aufregen könnte, dass er schlecht dargestellt wurde, dann wären das ja entweder wir, weil unser Gott ist dauerbetrunken. Wir werden einfach als Suff-Nation dahingestellt. Oder... Die Chinesen selbst, weil deren Gott ist einfach fucking pleite. Der hat einfach kein Geld. In einem kommunistischen Land.
ist der Anführer pleite und hat keinen Bock, sich um sein Volk zu kümmern. Also wenn eine Nation schlecht dasteht, dann sind das die ersten beiden. Tut mir leid, Mann. Aber ich bin ehrlich, es macht mich wirklich wütend. Aber das Ding ist halt, das ist halt in der Regel trotzdem eine super kleine Gruppe, die halt einfach nur super laut sind. The bubble diaper situation. One feature the players found to oh, be Melissa, very annoying. Hey, when you swim underwater in the game, it causes a bubble effect to appear around their character's hip. Its intention was to cover up the rear end of characters. And this ain't just on the female characters. No, this is on the male characters too. Fully dressed, well dressed, you know, not showing anything male. Aber das ist doch okay, dass es auch bei den männlichen Charakteren und überall ist, weil ansonsten hätten sich die Leute wieder aufgeregt, oh, das sind nur weibliche Charakter, das ist sexistisch, bla 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 bla. Du kannst es den Leuten nicht recht machen. Die einen regen sich darüber auf, dass es bei allen ist, die anderen regen sich darüber auf, dass es nur bei Frauen ist, die anderen hätten sich nur darüber aufgeregt, dass es bei nur Männern ist. Das ist doch einfach fair, wenn es einfach bei allen ist, auch wenn es nicht bei jedem Sinn macht. Ich verstehe auch nicht, warum man sich überhaupt darüber aufregt. Ist doch scheißegal. Du bist doch nur salty, weil du dir keine Butt-Fotos machen kannst von Yoimiya und Zhongli. But it isn't just graphics. Players realized that their words were being Penny, censored. Danke für den Foto. Ja, es ist dran, HM. Komm mal nach mir, du bist kick. It actually does. Even words that are important for in-game communication, like enemies, can't be seen. Okay. Fair Point. Ich habe mich über den Blacklist-Filter in Genshin auch lustig gemacht, weil einfach Sachen teilweise geblacklistet sind, wo ich mich halt auch frage, Bruder, es ist halt sinnlos. Aber am Ende des Tages lieber so als zu wenig und dann sind wieder irgendwelche Leute offended, weil du irgendwelchen Shit in die Chats schreiben kannst. Besser als Idioten, die Müll schreiben. Richtig. However, what truly aggravates the community goes beyond the in-game. Wie gesagt, lieber ein bisschen zu viel und du musst halt eine moderierte Sprache wählen, als dass halt die ganze Zeit da irgendwelche Kraftausdrücke und so rumkommen. Censorship. It's the persistent feeling that their concerns are constantly overlooked. Genshin Impact's genau das, Discord was, is notorious for silencing players. Genau darum geht's mir. For them to voice their opinions when it comes to problems about the game. Because HoYoVerse hardly addresses the community's complaints, players often das use stimmt. this lack of communication to justify their actions, such as bullying innocent parties, as we've seen with voice actors. Das ist nicht okay. Manchmal hat man aber auch das Gefühl, dass einfach nur Gründe zum Meckern gesucht werden. Ich finde das auch okay. So, ja, finde, das ist auch ein absolut invalides Statement. Was ich ein valideres Statement finde, ist das hier. To problems about the game. Because HoYoVerse hardly addresses the community's complaints, players das ist often eher ein use Problem. This lack of communication. Dass die, was sie dann daraus gemacht haben, dass dann wieder irgendwer attackiert wird von der Community. Es ist nicht okay. Punkt. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Aber der Punkt ist trotzdem valide. HoYo addressed halt wirklich Spielerfeedback nicht. To justify their actions, but some problems would be bad for HoYoVerse to ignore. The hack that destroyed the game. Even though Genshin Impact is mainly a single player experience, it does have co-op features. Players have the option to enter their friend's world, where they can assist with various tasks like tackling in-game quests and challenges ja, for some engaging gameplay. It's all about shared fun, until weil mir die drei Wishes an sich auch egal sind. What turned into a bleak chapter of Genshin Impact's story, teaming up in co-op mode, suddenly became the one thing that you... Da ist was dran, Elrakio. Ja. Da ist natürlich was dran. In dem Moment, solange wie die halt sehen, wir machen Millionen, mit jedem Patch Millionen an Umsatz, dann musst du keine Arbeit da rein investieren. Die Genshin-Spieler sind halt selber schuld. Ich zeige hier nicht mit dem Finger auf andere, weil ich genauso die letzten 3 Jahre jeden Monat, jeden Patch immer wieder Geld da reingesteckt habe. Ich war selber Teil des Problems. Wenn man was ändern will, muss man halt aufhören, dort Geld reinzustecken. Ja, wie wir gesagt haben, hier geht es jetzt um KW. Ja, den KW-Vorfall kennen wir ja. Lawsuits aren't to be taken lightly, especially with HoYoVerse, the $70,000 fine. Major updates usually add new characters, so players want to know if it's worth spending premium in-game currency to unlock them. Ding Hare, a Chinese Genshin Impact player. In January 2022, he got access to the Genshin Impact version 2.5 private beta test. After signing an NDA, wanting to share his new discoveries, Xing recorded his gameplay and shared it to his friends. Geht's bestimmt that um was die a terrible decision.
that cost him everything. His friend shared the gameplay online, breaching the NDA that Xing signed. HoYoverse sued him for 500,000 Chinese yuan, or about $70,000. HoYoverse takes data breaches very seriously. Yeah. Back in 2021, HoYoverse made it clear that they weren't messing around, going after players with lawsuits each at around $70,000 for leaking unreleased content. Okay, aber ist das jetzt kein Wunder, dass Crytek über Leaks redet? Ich habe damals auch über Leaks geredet, weil ich habe ja keine NDA unterzeichnet. Jetzt muss man hier wieder sagen, wo ist das Content? Wo ist das Content? Bruder, ich bin dumm. Wo ist das Toxic? Du hast eine Gruppe von Menschen, die haben eine NDA unterzeichnet und haben dagegen verstoßen und wurden dann zur Rechenschaft gezogen. Das ist nicht toxic. Die haben einen Vertrag unterzeichnet, haben den gebrochen und wurden daraufhin verklagt. Also es tut mir leid. Das ist nicht toxic. Das hat nichts mit Leaks zu tun. Ich habe damals selber Leak-Videos gemacht. Wollt ihr es sehen? Es ist ja jetzt kein Leak mehr, kann ich ja zeigen. Jetzt nur ein Beispiel. Gestellt, damit das auch, guck mal, da habe ich nicht meine Kapuze auf, lesen kann, wo die ihre ganzen geleakten Stats zeigen von den Charakteren. Ich mache Berechnungen. Uncrowned und crowned und hier nochmal mit dem Da es kein Footage gab, erkläre ich hier, wie die Sarah-Ult funktioniert und die Gegner hittet. Einmal hier lang, einmal da lang und einmal da lang. Kleinere Explosionen ab, die jeweils dreimal hitten. Na, da geht's ja um die Sarah-Ult. Also die war alles okay. Kannst du machen. Die konnten halt versuchen, das auf YouTube zu Copyright-Strike und dann musst du halt das Video runternehmen, aber that's it. Was nicht ging, ist einen Vertrag unterschreiben, wo es heißt, du darfst nicht zeigen und es dann trotzdem machen. Das ist halt dumm. Und das ist nicht toxic von HoYo, dass sie für ihr Recht einstehen. Stop coming. In October 2022, die Kapuze HoYoverse bei dem Milchbubi, die konnte er damals nicht tragen, weil er damals noch nicht dieses In-Ear-Headset hatte, sondern nur so eins. Und das sieht halt ganz schön doof aus. Darum keine Kapuze damals. Not only were 36 weeks of upcoming content exposed to the public, but employee information was leaked too, which led many it didn't take too much effort to actually breach HoYoverse's security. You are a multi-million company. You could tighten your security. You do not, however. Your company is so open to how easy it is to breach, so it's just a matter of time before somebody creates their own art book. You should try and get a profit at least. It turns out HoYoverse's cybersecurity has been a problem. Ja, aber das Statement ist doch super dumm. Also das Statement ist super dumm. Das ist halt wie zu sagen, ja, du bist ja selber schuld, dass ich bei dir eingebrochen bin, weil du hast ja keine drei Schlösser angebracht, sondern nur eins. Das ist ja super easy, deine Tür aufzubrechen. Das ist ja ein super dummes Statement. Security has been a problem since the very beginning of Genshin Impact. Not even 2 months into the game's release, hackers were able to steal player phone numbers through the HoYoverse website. This issue was only fixed on November 9th, 2020. But okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Das ist ja hart. 10 years in prison over Genshin Impact. Shirakami has a Twitter following of over 560,000 and rose to online fame with his inappropriate Genshin Impact animations. However, he mysteriously went silent and vanished from the internet on December 12, 2022. Shirakami was arrested in China for violating censorship laws. He could potentially face up to 10 years in prison for distributing. Okay, aber das ist ja auch wieder nicht Toxic Genshin. Also gut, man könnte ja sagen, es ist toxic, dass der überhaupt NSFW-Content über Genshin-Charaktere gemacht hat. Aber ich meine, er hat einfach gegen das Recht in seinem Land verstoßen. Violating censorship laws. He could potentially face up to 10 years in prison for distributing and profiting off of inappropriate material. Verstehe ich auch nicht, Melissa. Deemed as unlawful. Verstehe ich überhaupt nicht. Shirakami's arrest struck fear in the community of Chinese NSFW creators. Some of them even deleted their accounts, afraid that they would end up the same way. Warum? Also okay, ganz ehrlich. Jetzt mal ganz kurz. Ich check das überhaupt nicht. Du machst die ganze, also du bist ein NSFW Content Creator. Spiel unabhängig. Und dein Land verbietet das. Warum fällt dir jetzt erst auf, dass das keine gute Idee ist? Was hat das Ganze mit dem Spiel zu tun? Gibt Leute, die zeichnen das. Und in China ist es verboten. Spiel unabhängig. Warum ist jetzt die Genshin World toxic? Das ist ja eher ein China-Problem und nicht ein Genshin-Problem. Du könntest das jetzt auch über Kingdom Hearts in China machen und das wäre immer noch verboten. Du könntest es über Pokémon machen und das wäre immer noch verboten. Finde ich auch nicht bad, to be honest. Sollte ich mal weltweit einführen.
Ich finde nicht, dass das verboten gehört. Soll jeder machen, wie er will. Mir sagt halt nicht zu, aber mich stört das auch nicht, wenn das andere konsumieren. Ich finde es halt ein bisschen weird, dass man sich zu gezeichneten Figuren aufgeilt. Also solange wie keiner drunter leidet, ist mir halt egal. Und da leidet ja nur wirklich keiner drunter. Kommt mir vor wie ein Kulturbash. Dort sind diese Regeln werden durchgesetzt und wir finden komisch, dass sie dort diese Regeln haben und durchsetzen. Nee, weil dann würde sich das Ganze ja gegen China richten. Dann würden die jetzt hier sagen, China ist toxic. Weil die sowas verbieten und verfolgen. Aber es geht hier explizit um Genshin. Warum ist denn jetzt Genshin toxic? Nur weil China Gesetze hat gegen NSFW-Content. Also da gibt es nämlich wirklich keinen Sinn. We've already revealed earlier in this video that HoYoverse is infamous for not responding to their player base. But what if you had the power to change that? Janice rose to the opportunity to do just that. After 5 years of working at Bandai Namco Entertainment Asia as their social media and PR manager, Janice made a major career move. On September 28, 2021, she joined HoYoverse as their new global PR manager. But on the first day of her job, Janice had to deal with gaming's worst PR disaster of all time, Genshin Impact's first anniversary event. For the Genshin Impact community, the anniversary event was the final straw that broke the camel's back. Throughout the year, HoYoverse responded with silence whenever the community aired their frustrations toward earlier updates. So when the anniversary event was revealed and it offered players little to no changes, they were more upset than ever. Whenever the servers go down for maintenance, players are given an average of 300 Primo Gems as a form of compensation. You are getting more Primo Gems here compared to the rewards of the game's 1 year anniversary. The anniversary offered 100 Primo Gems, the game's premium currency, if they took part in the social media event. Clearly, this was. Es ist nicht mehr nur China-Plattformen wie PayPal, die Geldtransfer-Service bieten, supporten bald oder schon keine Seiten mehr, die annähernd in. Patreon kennt man ja, das hat aber auch NSFW und PayPal sagt: Nö, wir nix mögen NSFW. Also du machen weg oder wir weg. Also PayPal ist ein US-amerikanisches Unternehmen, kein chinesisches. Und PayPal hat keine Probleme mit NSFW-Content, soweit ich weiß. Also ich meine nicht, dass ich jetzt auf solchen Seiten irgendwie Sachen kaufe, aber hab mal bei PayPal gearbeitet. Ich wüsste nicht, dass es da Probleme mit gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf OnlyFans immer noch ganz normal über PayPal zahlen kannst. Aber PayPal gehört doch zu eBay und eBay ist ja nicht China. China hat ja ein eigenes eBay. Die haben ja auch ihr eigenes Bezahlsystem. Die machen das ja über WeChat direkt mit. Oder war das bei den Cash App? Irgendwas anderes benutzen die dort auf jeden Fall. Die benutzen doch gar kein PayPal. Also ich wurde dort mit PayPal aufgeschmissen, als ich in China war. Weißt du gar nicht, dass du mal bei PayPal gearbeitet hast? Ja, in der Zahlungs- und Beschwerdemanagement. WeChat, glaube ich, ja. Ja, ich glaube, es ist WeChat. Gut, lass mal weitermachen. Isn't even given freely in game, and it's not what the community wanted. Once again, HoYoverse ignored the player base toward the anniversary. But this time, the players fought back. Janice suddenly found herself dealing with the biggest protest in Genshin history. From 4.6 stars on the Google Play Store to 1.9 stars, Genshin Impact was getting review bombed. I mean, could. Nine? Nein, das ist nicht, das ist nicht so ganz korrekt. Da wird glaube ich, was ausgelassen. Wir warten mal, aber ich glaube, da wird was ausgelassen. Over this anniversary event. And that's the crazy thing about it. It's so absurd. But it didn't stop there. Not only were players giving one-star reviews to HoYoverse's other games, but even random apps like Google Classroom were left with angry reviews, putting the blame on Genshin Impact. On platforms ganz viel like Discord, mods were dealing with criticism of the anniversary event, which made the community push even further by spamming the Discord server, flooding every channel with stickers. Janice wasn't just for. Okay, jetzt kriege ich da mal rein. Hier hat jemand seine Research-Arbeit nicht richtig gemacht. Ich habe das damals mitverfolgt und kann auch hierzu was sagen und es sogar belegen. Da muss ich nur ganz runter. Das war mein allererster Post, den ich auf HoYoLab damals gemacht habe. Und zwar ging es um das hier. Das Review-Bombing. Damit hat es nicht angefangen. Die Genshin-Spieler wollten ihre Meinung darüber kundtun. Habe ich auch hier dazu geschrieben. Wie sie das finden. Und HoYo hat die Kanäle dafür dicht gemacht. Nachrichten wurden gelöscht, Kommentarsektionen wurden gesperrt und. Und da sie keine andere Option mehr hatten, um ihre Meinung kundzutun, haben sie das gemacht. Es war einfach ein super dummer Move von seitens HoYo, das Feedback zu unterdrücken, denn das ist, was passiert, wenn du versuchst, die zu silenzen. Das, was er hier anspricht als Konsequenz von dem First Anniversary, war nicht die Konsequenz vom First Anniversary, sondern das war die Konsequenz des Feedbacks davon.
Die Leute waren mad über die Belohnungen. Und die haben das in die Kommentare geschrieben. Die haben das auf HoYoLab gepostet. Und das wurde gelöscht. Und Kommentarsektionen wurden gesperrt. Und erst daraufhin sind die Leute losgegangen und haben gedownvoted. Weil sie keine Kommentare mehr schreiben konnten. Genau, es ist doof, wenn man keine Kritik zulässt. Genau, und das ist passiert. Die Leute konnten ihre Kritik nicht mehr äußern. Also haben sie sich darüber weiter beholfen. Und das ist vollkommen verständlich. Du musst dir überlegen, was passiert, wenn du versuchst, dein Feedback irgendwo zu geben und du schreibst es zusammen. Du bist wütend, du schreibst es zusammen, es ist vielleicht nicht super nett formuliert, aber du schreibst es zusammen und dann wird's gelöscht. Dann bist du richtig sauer, dann bist du richtig wütend und dann machst du das. Wir gehen weiter. To clean up the mess from this anniversary event. Ich glaube auch nicht, dass sie den Mess vom Anniversary Event clearen musste, denn wir haben am Anfang erfahren, dass sie zu dem Anniversary eingestellt wurde. Dann kamen die ganzen negativen Comments rein und sie war ja offenbar die Managerin dafür. Das heißt, sie hat es wahrscheinlich angeordnet, dass die Kommentare gelöscht werden, dass diese strikte Moderation stattfindet. Das wird wohl eher ihre Entscheidung gewesen sein. Ich will damit nicht sagen, dass es berechtigt ist, wenn jetzt noch irgendwas kommt, dass sie gehatet wurde oder sonst was. Das ist nicht okay. Sie hat halt eine dumme Entscheidung getroffen. Das können wir festhalten. Das hat jeder schon mal gemacht. Das passiert. It was the aftermath of HoYoVerse's lack of communication throughout the year. As one... Nicht nur lack of communication. Nee, das ist wie gesagt falsch. Ich habe es gerade erklärt. Das ist falsch. Es liegt nicht nur daran. Es liegt auch daran, wie damit umgegangen wurde. Redditor puts it, it's not the lack of rewards, it's the silence. Ja, genau, genau. Ging darum, dass dann die Kommentare auch gelöscht wurden. Genshin Impact's community really crossed the line. Aber das hat er jetzt hier nicht sinnvoll erklärt. Für einen, der nicht dabei war, so wie ich damals, der das aktiv mitverfolgt hat, ist das nicht klar, was da gerade passiert ist. When Janice, on the first day of her job, became a target for the players as well. The backlash was too much for HoYoVerse to handle. The company gave in and broke the silence, promising more rewards for the players. But at this point, it was too late. The community felt like these new rewards weren't given out for the anniversary, but were given out for damage control. Because of her experience at HoYoVerse, Janice left the company. Ja, sagt er gerade, Janice has left the company. Du hast durchaus recht, Detox, aber das Problem ist, sie hat einfach die falsche Entscheidung getroffen. Statt mit den Leuten in den Diskurs zu gehen und das Problem so zu beheben, hat man sich dafür entschieden, einfach alles zu löschen und die Leute zu sperren. Das funktioniert nicht. Einfach Führungskraft, da würde ich jetzt auch nicht sagen. Sie hat halt einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Ich finde nicht, dass man sie dafür haten muss, aber man hätte halt sagen können, yo, Public Statement, jetzt hier. War eine blöde Entscheidung von unserer Seite, alles zu löschen und einfach das wegbannen zu wollen. Haben wir draus gelernt, machen wir nicht nochmal. Und wir überlegen uns was, wie wir das wieder gut machen können. Hätte gereicht. A diehard fan's dreadful behavior. On July 28th, 2023, a Reddit user named Snoo2612 made a controversial post on the Genshin Impact subreddit. The post talked about the toxic side of the Chinese Genshin Impact community, especially toward one playable character, Wanderer. The user explained how these fans went beyond the game, targeting not just fans of Wanderer, but also the character's voice actor, but it didn't stop there. Wanderer haters even went as far as doxing the writers behind the character. They reported Wanderer to the authorities for being a depiction of a war criminal. Unfortunately for them, both of these attempts ended up failing. When that didn't work, they crossed a serious line. One person shared very upsetting videos involving cats. So I can't go into full detail on YouTube, but since they were associated with Wanderer's in-game cat form, what I can say is that the cats sadly didn't survive. This was a harsh reminder of how intense fandoms can negatively spill over into reality. Da haben wir auch schon mal drauf reagiert und das war wirklich abartig. Habe ich auch gesagt, das ist absolut widerwärtig, was dort gemacht wurde. According to the Reddit user, the motivation behind these awful acts is simply because they don't like the Wanderer character. Many Chinese male players see him as a real enemy and not a fictional enemy. They are offended by his attitude. His talking pisses them off. When Snoo2612 made this post on Reddit, it was met with skepticism. Some Reddit users thought that there was no way that bad apples in the Chinese Genshin Impact community could be this toxic, but they were quickly proven wrong. Another Reddit user discovered that Snoo2612 was doxxed on Chinese forums after exposing the Wanderer controversy. Wanderer haters were calling Snoo a traitor to China and claimed that they found the Reddit user's real name. Snoo ended up making an update to their original. Sind auch nur eine ganz, 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 ganz wenige
Ganz, ganz wenige, die so übertreiben. Das sind nicht Reddit-User, das sind nicht Twitter-User, das sind einige. Und ganz ehrlich, die Wanderer Controversy war ja, dass die jungen, heranwachsenden Männer hatten ein Problem damit, dass die Frauen so auf Wanderer standen. Und die haben den sozusagen als Konkurrenz gesehen, weil wenn die Wanderer so toll finden, können die mich nicht toll finden, weil ich bin nicht wie Wanderer. Das heißt, mir entgeht dadurch eine reelle Chance auf Pussy, um das mal so zu sagen, wie es ist. Und das war deren Mindset. Jetzt musst du dir überlegen, welcher Mann aus der realen Welt hat so ein Mindset. Ein Mann, der erfolgreich ist in seinem Leben, ein Mann, der soziale Kontakte hat, ein Mann, der einen guten Job hat, ein Mann, der unterwegs ist und Menschen kennenlernt. Oder ein Mann, der in seinem Basement gelockt ist, gar keine sozialen Kontakte hat, nur alleine vor seinem Rechner hockt und die ganze Zeit im Internet existiert. Eher Zweiteres. Auch da, wir haben ja zum Beispiel TJ hier bei uns in der Community, auch der ist ja jetzt nicht so ein sozialer Mensch und hält sich da gerne raus, aber da gibt es halt solche und solche. Das wird eher einer von der zweiteren Sorte gewesen sein, aber halt eben nicht einer, der damit positiv umgehen kann, sondern der damit sehr, sehr negativ umgeht. Und der sich dann keine Hilfe sucht. Das sind absolute Extrembeispiele, das sind Einzelfälle. Dieser Mann hätte Hilfe gebraucht und hat sie nicht bekommen. Aber was ist denn die eigentliche Ursache dahinter? Die eigentliche Ursache dahinter ist, dass er keine Partnerin abbekommen hat. Und darüber war er einfach frustriert. Darüber war er einfach frustriert und hat seinen Frust an irgendwas auslassen wollen. Und ich bin euch ganz ehrlich, wäre der in der WoW-Bubble groß geworden, hätte der genauso einen Scheiß gemacht. Hat nichts mit Genshin zu tun. Ich muss es jetzt mal so drastisch formulieren, wie es ist. Solche Gestörten gibt es einfach überall. Das sind wenige, aber deren Taten sind halt teilweise so extrem, dass es auffällt. Genshin being a game, das super viele Spieler untereinander vereint, hat dann nun mal auch eine höhere Chance, dass da was passiert. Es gibt so viele Genshin-Spieler und darum sind da auch ein großer Teil von den Gestörten halt mit dabei. Das sind nur ganz, ganz wenige Gestörte insgesamt. Aber da Genshin so viele Leute anspricht, haben wir halt nun mal auch einen relativ großen Anteil von denen bei uns. Das geht jedem anderen großen Franchise auch so. Ich garantiere euch, dass jeder Serienmörder oder fast jeder Serienmörder wird mal Brot gegessen haben. Das ist halt kein Indikator dafür, dass Brot Leute zum Serienmörder macht. Und hier wird halt Genshin damit irgendwie versucht in Verbindung zu bringen. Ja, das ist bei Genshin passiert, das wäre aber überall anders auch passiert. Das ist so dieses Ballerspiele machen Leute zum Amokläufer-Prinzip. Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Nichts, null, gar nicht. Manche wollen einen Sündenbock. Ja, sie wird einfach nur so Genshin zu framen. New apologize to Wanderer fans for making the Reddit post. It's hard to believe why some people would commit such disgusting acts over a fictional character. This is the darkest the Genshin Impact community gets. Die Frage ist eher, wie kaputt musst du sein, um dich dann über sowas aufzuregen und dann solche Reaktionen daraus hervorzubringen? Ich mag Diona auch nicht. Ich gehe jetzt nicht rum mit einem Baseballschläger und erschlage streunende Katzen. Oder weil ich Ganyu nicht mag, gehe ich auf den nächsten Bauernhof und erdolche mal eine Ziege oder so. Das hat nichts mit Genshin zu tun. Gar nichts. Einzelne Individuen sind gestört. Die brauchen Hilfe. Aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Oder mit der Community. Oder dem Developer. Video games are meant to be fun. There might be some things that we're not happy about, but there's never any justification to hurt others. Our voices mag diese Toxic-Sachen nicht. Ja, es wird ja halt versucht, Genshin und der Community dazu, also sowohl dem Spiel als auch der Community, wird hier versucht, so einen Stempel aufzudrücken. Aber das ist halt, also ich finde, in einigen Punkten, klar, stimmt es auch einfach, ne, wie das mit dem Clown von diesen Pappaufstellern und so, auch wenn das jetzt eher ein kleines Ding ist. Aber viele Sachen sind halt einfach Shit. So, der hat einfach nicht gründlich recherchiert und versucht hier ein Label drauf zu drücken. Und das basically based on nothing. Two wrongs don't make a right. Also ich finde, er sieht es nicht differenziert genug. Wait, before you go, click this playlist right here to watch more dark internet documentaries, because the algorithm will promote my channel more if you guys watch multiple videos. Thank you guys so much and have an absolutely wonderful day. Ja, nee. Also, ja, ich werde einen Wonderful Day haben, aber du warst nicht dafür verantwortlich. Also, ich bin ehrlich, ich finde das ein sehr unreflektiertes Video. Hier habt ihr nochmal den Link zu dem Video, auch für euch. Nicht, damit ihr dort Hasskommentare drunter schreibt oder so, sondern einfach, weil ich Credit gebe, wenn ich hier auf was reagiere. Für YouTube gibt es den dann natürlich unten angepinnt. Ja, wie gesagt, also das halte ich von dem Video vielleicht nochmal abschließend. Ich finde das, ja, weiß ich nicht.
schwierig. Er hat jetzt nichts Falsches erzählt. Also die Sachen, die er erzählt hat, waren richtig, besonders das mit dem Anniversary, das hat er wirklich verkackt. Da fehlt er einfach Hintergrundwissen, aber er hat es auf jeden Fall in den falschen Kontext gerückt. Das Ding ist, sein Content, wenn ich es richtig verstanden habe, ist einfach generell so viel über Begebenheiten im Internet zu reden. Und Genshin war nur eins von vielen, das heißt, er hatte einfach nicht so die krassen Infos dazu. Gerade weil das auch schon 2 Jahre her war und man da wahrscheinlich wirklich auch dabei gewesen sein muss, um das noch zu wissen. Ich würde das zwar verzeihen, aber es ist trotzdem nicht gut, dass es passiert ist.